so. Das sieht erstmal. Keine Ahnung. Wir wissen ja, dass Misprints schweineteuer sind. Die Frage natürlich, warum? Keine Ahnung. Aber es gab hier in Maximum Gold extrem viele Misprints und zwar extrem kuriose. Und ich habe mir jetzt nochmal ein Video hier rausgesucht, nämlich das von dem guten Maurice, aka Schattenspieler. Der hat ein Video gemacht zu den absurden Preisen von Yu-Gi-Oh! Misprints. Willkommen zur zweiten Folge von Misprints. Heute. Oh krass, das ist schon die zweite Folge. Ich hätte vielleicht mit der ersten anfangen sollen. Wir gucken uns wieder Misprints an und vor allen Dingen gucken wir, wie viel wert sie sind. Beziehungsweise, wie viel Geld bezahlt wurde eben für diese Misprints. Guter Caveat, weil Wert ist ja immer relativ und wenn Leute das bezahlen, gibt es zwar ein Value vor, aber nicht den Wert der eigentlichen Karte, sondern was die Leute bereit sind dafür zu bezahlen, was ein bisschen was anderes ist. Wir fangen mit einer Karte an, die sicher jeder kennt. Dieser hier. Na gut, die kennt... Ich bin voll im Bild hier, aber das ist egal. Würde für das Video besser passen. Aber wir schauen mal. Vielleicht jetzt nicht jeder, aber sie hat einen krassen Text. Mit dem Kopf eines Fisches und den Beinen einer Krake schleudert dieses seltsame Wesen. Kannst du dir echt geben, den Text? Ja, lesen ist auch nicht so schwer. Sperre gegen seine Feinde. Und dieser Misprint sieht wie folgt aus. So, ihr seht schon, ja. Das ist, als hätte da eine Katze oder ein Kaninchen drauf gekackt. Ja, da oben ist ein bisschen Schmutz, könnte man denken. Aber nein, das hier ist kein Schmutz. Das ist wirklich auf der Karte drauf. Das ist fest drauf gedruckt. Das bedeutet einfach, dass diese Karte irgendwie beim Druck verrutscht ist oder so. Und dann eben später getrocknet ist. Auf jeden Fall sieht es jetzt gar nicht so schön aus oder besonders stylisch. Manchmal ist das ja so bei Misprints. Hier jetzt. Wir können ja mal raten, wie teuer die Karte ist. Es ist eine Karte, die jetzt keinen großartigen Wert hat. Misprint von der Karte, weiß ich, 5 Euro oder so. Guck mal, wie gut ich dabei liege. Jetzt zumindest nicht. Aber ratet mal, für wie viel diese Karte verkauft wurde. 5 Euro. Bedenkt, diese Karte ist nicht mal 10 Cent wert, wenn sie eben kein Misprint hat. Trommelwirbel einmal bitte. Diese Karte wurde für 15 Dollar verkauft. Wieso? Das sieht erstmal... Keine Ahnung. 15 Dollar. Amerikaner, sag ich nichts zu. Ja, ich würde sagen, nice. In der ersten Folge haben wir uns besonders viel eben mit Karten aus Maximum Gold beschäftigt. Heute gehen wir auch noch... Habe ich ja gesagt, in Maximum Gold gab es extrem viele Misprints drin und zwar extrem weird auch, weil dieses Goldfoiling auf jeden Fall wohl schwierig war, den mal genau anzubringen. Die Misprints sehen einfach auch nicht schön aus. Mal auf 2-3 Karten ein. Jedoch gucken wir uns heute besonders den Preis an, für wie viel eben diese Karten verkauft worden sind. Fangen wir mit der Karte Feierliches Urteil an. Und ja... Bruder, das ist ja wild. Hier oben ein bisschen Gold drauf, da Doppelgold. Aber zumindest die Konturen haben sie einigermaßen hinbekommen, außer hier unten natürlich. Diese Karte ist schon ein krasser Misprint. Ich meine, hier wurde ein bisschen mehr Gold benutzt als eigentlich üblich. Bisschen. Doch apropos Gold, diese Karte ist ziemlich viel wert. Nur wie viel? Also Solemn Judgment geht normalerweise so 4, 5 Euro. Ganz hoch gestochen 100. Wenn jemand so ein Misprint haben möchte und das wirklich super selten ist, wenn das halt selten vorkommt. Wartet mal, 100? Nee. 200? Nee. 300? Never, never ever. Wer bezahlt denn so viel Geld dafür? Nee. 310? Ja, das ist richtig. Wieso? Wieso zahlt jemand 310 Euro für eine Karte, die 5 Euro kostet und so scheiße aussieht? Guckt euch das an. Das ist doch nicht schön. Für 310 Dollar wurde diese Karte verkauft und ich denke mir nur so... Wieder ein Amerikaner. Die Amerikaner sind doch bescheuert. Ja. Ich finde sie jetzt nicht besonders stylisch oder ähnliches, aber sie scheint ziemlich viel wert zu sein. Diese Karte hätte auch ich gerne in meine Maximum Gold Booster gezogen. Ja, wenn nicht. Naja, man kann eben nicht alles haben. Und wo wir gerade bei Maximum Gold sind. Ja, ich habe letztes Mal diverse Cosmo-Towns gezeigt, dass sie schon sehr heftige Misprints haben. Ja. Und auch diese Cosmo-Town hat auf jeden Fall sehr... Wow. Ich glaube, die ist gar nicht... Ist sie spielbar? Könnte sein, weil zu viel Gold drauf ist, ne? Aber das ist zumindest ein Misprint, der ist irgendwie cool mit dem verzerrten Bild. Man kann das Artwork noch einigermaßen sehen. Das hier unten sieht vom Text noch ganz cool aus. Ist nur so ein bisschen verzogen. Das ist zumindest ein Misprint, den finde ich irgendwie cool. Jetzt ist er teurer als der andere Misprint.
Es ist ja weniger Gold drauf, ne? Sehr viel, wo man sagen kann, da ist einiges schiefgelaufen. Ja. Hier kann man klar erkennen, dass es sich um einen Misprint handelt. Ja. Also definitiv. Jetzt ist nur die Frage, für wie viel wurde diese Karte verkauft? Safe Bet, über 300. Weil wenn der, vielleicht sogar 400, wenn Judgment schon 310 gegangen ist, wobei wenn die im selben Ballpark sind ungefähr, also auch, ist ja auch 310. Schätzen wir mal jetzt hier wirklich. Ja, warte mal, für wie viel wurde die denn wirklich verkauft? Ja, diese Karte wurde auch nicht für 100 Euro verkauft oder 200 Euro verkauft. Nein, diese Karte wurde für 303 Euro verkauft. Und ich frage mich auch hier wieder. Aber es ist 7 Euro weniger als Judgment. Bitter Dollar? Warum? Obwohl, ich muss sagen, es sieht schon irgendwo stylisch aus. Ein bisschen viel Gold, alles ein bisschen schief und krumm. Na gut, hat irgendwie was. Aber 300. Schön, dass ihr mir so zustimmt. Ja, aber 300 Euro ist schon, ob es das wert ist. Die Frage ist halt, wie selten so eine Art von Misprint ist. Ich meine, jeder Misprint ist ja irgendwie einzigartig, aber das ist schon dumm. 303 Euro? Ich weiß ja nicht. Und kommen wir auch zur letzten Maximum Gold Karte heute, und zwar der legendäre bläuäugige weiße Drache. Ja, diesmal handelt es sich um die drei letzten, die es auf der Welt gibt. Ja, Leute, im Anime gab es nur drei, beziehungsweise vier, aber der vierte wurde zerrissen. Also haben wir hier drei Blue Eyes am Stück, und ja, der Misprint ist gar nicht so krass, denn eigentlich ist der Mund... Seht ihr denn Misprint? Oder meint das hier vorne? Ist das normalerweise um den Mund herum involviert? Ist hier nur gemisprintet. Das bedeutet, es sieht ein bisschen so aus, als würde die Karte gerade einen Angriff machen, aber ansonsten... Ey Maurice, hättest du nicht mal wenigstens die... Also bei dem hätte ich jetzt vielleicht mal die originale Karte eingeblendet, mal gucken, wie das aussieht, weil das ist ja... Ich verstehe, was er meint. Das sieht aus, als hätte er gerade so einen Angriff losschießen würde. Das ist halt ein cooler Misprint, ne? Ansonsten ist die Karte halt völlig normal. Die Frage ist jetzt wieder... Für wie viel wurden diese Blue Eyes verkauft? Blue Eyes ist halt so ein Fan-Favorite. Dann hat es noch so ein bisschen diesen Optik, dass er gerade angreift. Ich sag mal 500. Einfach mal Balls Deep 500 für die Karten. Ja, ratet mal. Schreibt mal in die Kommentare, für wie viel diese drei Blue Eyes verkauft wurden. Machen wir doch mal. 500 für Blue Eyes. So, kommentieren. Auf den Nacken, Maurice. Weiter geht's. Wir hatten eben schon eine Karte für 300. Ach, für alle 300. Ich muss sagen, schon ganz schön krass. Also für alle drei zusammen. 1500. Ne, wenn ich mal 500 pro Karte nehme. Aber hier sind ja drei Karten beinhaltet und ein Playset. Ist schon ziemlich cool. Die Antwort ist ganz klar 700. Ich meine, hätte ich auch sofort. Okay, ich war ganz schön daneben. Das heißt, eine von den Karten ist weniger wert als das Judgment. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Weil das ist zumindest ein ganz cooler Misprint, wo man es nicht direkt erkennen kann, aber es trotzdem... cooler aussieht als das Original. Oder vor allen Dingen denkt nicht, dass eure Karte vielleicht weniger wert ist. Und apropos True. Weniger wert. Wenn man eine Karte sieht, wo vielleicht der Kartenname fehlt, könnte man jetzt denken, dass die Karte eben weniger wert ist. Jedoch weit gefehlt. Denn meist ist die Karte dadurch einfach wesentlich mehr wert. Fun Fact ist, wenn das Artwork anders ist durch Misprint, wie der Regenbogendrache zum Beispiel, dieser Misprint davon, ist illegal, weil der Name quasi und der Effekttext vorgibt, was für eine Karte das ist. Fun Fact am Rande. Also spielt bitte keine Karten, wo eben der Kartenname fehlt. Aber um welche Karte handelt es sich eigentlich? Es handelt sich um die Karte Nibiru. Ja, Nibiru ist eine ziemlich gute Karte und kostet aktuell auf dem... Man muss schon sagen, das sieht schon sick aus. Ich meine, man kann sie nicht spielen, aber es ist schon sick, ne? Aber der Holo-Effekt hier ist ein bisschen weniger krass als bei denen, ne? Mag, wenn man sie aus der Tin kauft, 10 Euro. Ja, joa, und jetzt haben wir drei Nibirus ohne Namen. Also kein Nibiru. Wie raten wir da? Das ist schwer. Ich sage jetzt mal 100 Euro pro Karte. Weil es schon ein cooler Misprint ist irgendwie. Weil es halt sehr clean aussieht. Könnte ich mir vorstellen, dass da viele Leute viel Geld für ausgeben möchten. Eben der Name fehlt. Ich meine, spielen könnt ihr diese Karte sowieso nicht. Höchstens halt für euren Sammelordner. Ja. Und was soll ich sagen? Diese drei Nibirus wurden einfach für 170 Euro verkauft. Nice. Schnapper. Für alle drei? Ja. Ich hätte mehr bezahlt. Also merkt euch, Karten ohne Namen sind ziemlich viel wert. Kommen wir für heute auch zur letzten Karte. Und bei der letzten Karte handelt es sich um eine ziemlich alte Karte, die von zwei Brüdern gespielt wurde. Genau, die Karte, um die es sich handelt, ist Torwächter. Und ihr seht jetzt auch schon hier ein Bild von Torwächter eingeblendet. Und ja, das ist die Originalkarte. Wo könnte da der Misprint liegen? Ist der Secret Rare Effekt noch halb drauf? Könnte das sein? Könnte es das sein? Vielleicht ein bisschen weiter oben gucken. Und ja, ihr seht's. Oh! Das ist gut, ey.
Das Witzige ist, dass sie die Karte gar nicht spielen können, weil das ja Tryhard Dragon ist, aber mit anderen Stats. Das heißt, die könnt ihr gar nicht spielen. Das ist halt voll witzig, ey. Es steht nicht Torwächter da, sondern Dreihorndrache. Aber halt in dieser Secret Rare von, das ist ganz cool. Andere Karte, beziehungsweise ein ganz anderer Name. Hierbei muss man erwähnen, dass solche Misprints sehr, sehr selten sind und einfach so gut wie nie vorkommen. Aber wichtig, es kommt das ein oder andere Mal vor und es gibt auch noch andere Ausfälle, wo Karten vertauscht worden sind, Bilder vertauscht worden sind oder sogar ganze Kartenlayouts. Aber da kommen wir vielleicht mal zur nächsten Folge zu. Bei dieser Karte jedoch wurde eben der Name getauscht. Ja, es ist offensichtlich halt nicht der Dreihorndrache, sondern eben Torwächter. Da diese Karte so selten ist, beziehungsweise so etwas so selten vorkommt, ist natürlich die Frage, für wie viel kann man diese Karte verkaufen? Ein Tausender, garantiert. Also würde mich wundern, wenn das weniger ist, weil wenn du für einen Mago Misprint 300 Euro bekommst und ein MRD Secret Rare Torwächter mit einem falschen Namen, muss doch mindestens ein Taui gehen, oder? Also Maurice, komm jetzt, gönn mir doch mal was hier. So fällt einfach auf, dass die erste deutsche Karte für 60 Euro zu haben ist und die erste englische Karte eben für 80 Euro zu haben. Crazy. Doch jetzt haben wir ja diesen... Crazy, dass die englische Karte teurer ist als die deutsche. Das ist weird. Legendären Misprint, dass dort eben einfach ein komplett anderer Name ist und die Karte wurde versteigert. Und für wie viel? Diese einzelne Karte wurde... Die wurde versteigert? Wo steigert man solche Karten? Auf eBay dann? ...wurde für 630 Dollar verkauft. Ich hätte ein bisschen höher gepokert. Doppelt so viel wie der Mago Misprint. Das scheint mir ein bisschen wenig zu sein, ne? Aber schon krass natürlich, wenn eine Karte 60 Euro gehen würde, mit dem Misprint halt 630... Das ist schon böse. Eine Karte. Nicht drei Blue Eyes, eine Karte. Ja. Und ja, da merkt man einfach, wie groß diese Community ist, beziehungsweise wie groß das Interesse für Sammler ist, eben solche seltenen Misprints zu bekommen. Und das war jetzt auch schon der zweite Teil. Vielleicht gibt es ja noch einen dritten Teil. Man munkelt, ich habe recherchiert. Und wenn man eins aus diesem Video mitnehmen kann, ja, Misprints sind deutlich mehr wert, als man vielleicht dachte. Jetzt habt ihr... Aber nicht alle Misprints, da müsst ihr wirklich halt gucken, nicht alle Misprints haben halt ein Value, es geht darum, wie selten der Misprint halt ist, ne? Wenn der Misprint halt jetzt bei jeder Karte auftaucht oder jeder zweite Karte, dann ist sie halt nichts wert, ne? So in etwa ein Richtwert, man kann auf jeden Fall sagen, dass Karten, die ein Misprint haben, deutlich mehr wert sind als in den normalen Karten. Ja. Aber wichtig, ihr braucht natürlich jemanden, der auch bereit ist, das Geld zu zahlen. Ich wünsche euch dann einen wunderschönen Tag und noch... Ja, das war's schon mit den Misprints, mit den Preisen. Alter Schwede, Mann. Wer zahlt denn so viel Geld für so ein bisschen Pappe, was nur anders gedruckt wurde als das andere? Ich finde den Misprint von dem Torwächter jetzt ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Und der ist auch, finde ich, den Preis wert. Ne? Weil das halt so ein Misprint ist, der super selten ist und auch super alt schon. Aber ich finde die Mago-Misprints halt so komisch, dass sie so teuer sind. Wollen die Leute einfach investieren für die Zukunft oder was? Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die jetzt sagen, weil die sind so krass teuer. Lasst mir auf jeden Fall mal ein Like da für das Video, ein Abo bei dem guten Maurice logischerweise, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, sein Video, falls ihr mal ohne meinen Commentary angucken wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.